Schluss mal. Alle läuft. Bei euch läuft? Ja, ui, ja. Läuft. Läuft bei mir. Und damit herzlich willkommen zum Konvoi. Ja, wir fahren endlich mal wieder ETS. Lang, lang ist her. Mit dabei sind Gerd, Nick, Tarek, Andi und meine Wenigkeit. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Wir fahren heute über die Tschechoslowakei will ich immer sagen, die gibt's ja gar nicht mehr. Über die Tschechische Republik und die Slowakei weiter nach Österreich. Endpunkt ist Linz. Halte unterwegs, Ostrava. Ah ne, muss Gerd nach Linz? Doch, ja, sag ich doch. Linz, okay, niemand gesagt. Ja, wir fahren Ostrava in der Tschechischen Republik, danach fahren wir nach Kosice in Ungarn, in der Slowakei, da müssen Tarek und ich abliefern. Ostrava muss Andi abgeben, in Wien gibt der Nick ab und in Linz dann der Gerd. Genau. So, und der Typ steht hier nur ein bisschen scheiße. Wer jetzt von welchem wissen möchte, wo wir sind in Köln. Genau, wir sind in Köln. Ich hoffe, dass Nick das jetzt nicht ebenfalls nochmal live streamt, weil und dann ist gerade weg. Und da ist er weg, der Gerd ist weg. Ist nein, ich bin noch da. Bin ich weg? Ja, du bist weg. Ach, leck mich doch. Läuft. Das kommt davon, wenn man ich chatte so. Nicht ich in den Chat. Wer fährt vor? Der gerade weg ist. Jetzt muss ich einfach wieder neu rein, Mann. Scheiße. Ach so. Wir können dich kurz kotzen. Moment, hier stehe ich auch ein bisschen doof, dann kommt jetzt von außen irgendwo an der Seite. Weil so ist das ja kacke. Kann ich hier nicht jetzt wieder die ganze Aufnahme nachher wieder alles neu schneiden? Die Mühle, Scheiße, Mann! Ja. So, ich bin frei. Hau rein, ja, hau rein. Zumindest meine Soundaufnahme, die läuft weiter. Das ist ja, Nick, ich bin dir dankbar, wenn du noch ein Stück vorfährst, dann kann ich mich dahinter stellen. Kann ich direkt schön schneiden, alles zum Kotzen. Ja, so passt das. Danke. Bin gleich da. Es lädt. So, Aufnahme wieder starten. Ja gut, jetzt machen wir alles dicht. Ich glaube, ich fahre doch mal um die Ecke rum. Ja, ja, wir müssen aber geradeaus, ne? Ach so, stimmt. Wir müssen geradeaus. So, seid ihr schon unterwegs? Nee, wir sind hier noch an der Werkstatt. Wir versuchen sind auf den Bürgersteig gefahren. Genau. Hier, wo der Andi gerade lädt, sagt, ist mir gerade mal was eingefallen. Ihr kennt doch dieses Kitty, das da irgendwie sein halbes Zimmer zerstört, sein PC zerstört. Und dann da so schreit, ich will nicht, dass es lädt und so. Ne? Ja, ja, Unreal Tournament. Ja, stell sich einer das mal vor, wenn das ein Kind mit Omsi macht. Was passiert dann? Dann ist plötzlich der nur Himmel da, oder was? Ja. Bin ich, dass es lädt? Ja, dann lädt es halt auch nicht. Aber ihr seid auf dem Bürgersteig. Auf was für ein Bürgersteig seid ihr denn? Direkt gegenüber. Und ich blockiere mit meinem Trailer die ganze Fahrbahn. Warum sehe ich euch denn immer noch nicht? Bist du denn in Köln? Weiß ich nicht. Bist du auf Europa 3? Ja. Nick und ich fahren jetzt mal geradeaus schon mal in den Tunnel rein. Weil wir hier Achtung, ein Vollidiot. Alles ja, blockieren. Ich hab's gesehen. Fahrt in den Tunnel rein, ich sehe euch immer noch nicht. Was soll denn der Scheiß? Von der Werkstatt links raus. Links raus, ja, ich sehe euch überhaupt nicht. Dann bist du nicht auf Europa 3. Eigentlich schon. Oh toll, wenn ich Tab drücke, kriege ich nichts angezeigt. Lustig. Einmal F11 drücken. Ich schon. Ach so. Ach, dann müsste ich wieder F11 drücken, damit er mir die Tags anzeigt und dann zeigt er mir auch Tab an. Genau. Nee, Andi ist nicht da. Nee, Andi. Ja, muss ich dann nochmal rein. Nein, ja. Was ist das für eine Scheiße hier? Fängt ja super an, ne? Einmal mit Profis arbeiten. Ja, einmal. Was will man mehr? Ich hab die dritte Aufnahme. Ich hab gehen. Im Tunnel die Warmblinganlage ja, an. Ich bin. Ja, und wie alle wissen, ist im Tunnel stehen bleiben immer gut. Ja. CO2-Vergiftung? Ja. Europa 3. Ja, aber Nick, siehst du, deswegen habe ich bei mir Alt-F11 für Streaming genommen, damit mir solche Fehler ja, aber solche Hotkeys nimmt OBS nicht, das ist voll kacke. Klar, ich weiß nicht, warum. Nein, bei mir auch. Nicht, ich habe das doch schon mal ausprobiert. Ja, müssen wir mal gucken. Nein, du musst, wenn du OBS machst, um den Hotkey einzustellen, musst du erst Alt drücken, dann... Ja, das ist schon klar, das hat er mir auch angezeigt, dass das so passt, aber er hat es trotzdem nicht gecheckt. Also ich habe Steuerung Alt und S sogar als Hotkey. Ja, das geht schon. Du musst das nur richtig, wir gucken uns das an. So, ich bin jetzt in Europa 3, stehe vor dem Tunnel und sehe euch immer noch nicht. Wir sind im Tunnel. Komm jetzt mal reingefahren. Du wirst mir auch nicht angezeigt. Nein. Interessant, ne?
Mein Tab öffnet sich auch nicht. Bist du denn auch wirklich schon online? Ja, ich bin noch mehr wie online. Er hat ja gesagt, das hast du vor dem Login, ne? Hast du links oben eine Anzeige mit irgendwie einer Zahl? Position in Queue. Ja, musst du ein bisschen warten, bis du in der Warteschleife. Ach so! Ja. Scheiß Warteschleife. So, starten wir mal die Aufnahme nochmal in der Zwischenzeit. Ah, nichts funktioniert hier. Machen wir gleich eine neue Anmod? Nein. Wir lassen das schön laufen, das passt wunderbar rein. Die Folge läuft schon. Läuft richtig wunderbar. Und ey, aber wir sind schon mal aus der Stadt raus, innerhalb von weniger als 30 Minuten. Also ich würde sagen, gerade steht hier. Das stimmt, ja. Nicht wie beim letzten Mal in Calais. Ja, stimmt, das könnte man ja auch mal erzählen. Und zwar haben wir schon vor etwas längerer Zeit versucht, wieder ETS Multiplayer aufzunehmen. Ich weiß nicht, warum wir in Calais starten wollen. Es war mein Vorschlag. Nie wieder machen wir das. Nein, nie wieder, definitiv. Doch, wenn ihr erleben wollt, wie Tarek so richtig aus der Haus fährt, wie eine Schlange, die sich nach 10 Jahren das erste Mal häuten darf. Genau, wie Tarek so richtig aus dem Haus fährt. Ja. Eine Schlange, die aus dem Haus fährt, ja. Ja, aus der Haut. Also Tarek, das Ding, was wir aufgenommen haben, wenn wir das veröffentlicht hätten... Man hätte glauben können, Tarek wäre bei der Aufnahme nicht dabei gewesen. So viel Piep wäre da drin. Ich habe die Aufnahme noch. Dauerpiepen. Ja. Ich hab's gelöscht. Ich hab die auch noch. Ich hab die. Bin ich ganz sicher. Entweder habe ich es gelöscht oder im Auto. Oder ist es im Outtakes-Ordner? Alter, geht das mal was schneller hier? Apropos Outtakes, da müsste ich mich auch mal dran machen, zusammenzuschnippeln. Wie viel bist du denn? Hab da ja jetzt bin ich 42. Was sind das eigentlich hier für hässliche... Warum habe ich diese hässlichen Pinöpel da oben drauf? Was ist das denn? Keine Ahnung. Guck mal, habe ich nicht einen schönen LKW? Oh, das geil. Ist mir noch nie aufgefallen. Was ich habe auch gefallen? Einen richtig schönen. Juhu. Die sind nicht so schön wie die in Promods. Aber ich sehe immer noch nichts. Mann, hau rein hier. Ich stehe schön im Tunnel, bin bei 25. Ich hoffe, du stehst nicht zu tief im Tunnel. Es spawnt gleich in irgendeinem von uns, ja. Das könnte sein. Nick, fahr aus dem Tunnel raus. Warte, bleib mal stehen. Nee, ich will jetzt den Moment stehen. Gib mir den Moment. Den, ja. Komm. Ich will noch Bild machen. Schnell, bevor alles explodiert. Oh, oh. Da kommt einer von hinten angebrettert. Okay, ihr passt nicht mehr zum Bild. Oh, oh. Ja, der fährt vorbei. So, die Zeichen sind weg. Na, Halleluja. Da hinten! Da hinten ist er! Da, da hinten! Schade, hätte er da ist er gespawnt. Andi, du fährst... Oh, Enttäuschung. Andi, hat aber nicht mehr viel gefehlt. Fahr an uns vorbei mit deiner rosanen sexy Kiste. Ja, mein Schatz. Ja, Moment, also wenn Andi jetzt vorfährt, dann kann ich auch Halbgas fahren. Also, Andi und ich fahren so halb im Partnerlook. Juhu! Ich rolle! Ja, wurde auch Zeit. Mensch, du rollst! Erfolg bei Renault! Immer! Kreatur der Automobil! Ja. Kreatur der Warteschlange. Bei Renault ist das schon ein Wunder, dass die keine dreieckigen Räder verfolgen. Ich wollte gerade sagen. Ich krieg wahrscheinlich die Räder von Continental oder so. Das ist ja keine Fehlerbau. Die dritte Teilaufnahme gestartet. Ey, das gibt eine Schnippelei morgen. Freue ich mich jetzt schon wieder. Selber schuld. Ja. Du bist das schuld. Du hast den Server kaputt gemacht. Was kann ich dafür, wenn du Vollhorst nicht in den Chat schreibst, damit du aktiv bleibst? Dann aktiv. Kamera hin und her. Zudem, man bekommt doch eine Minute vorher auch noch so eine Meldung. Ja, besonders. Heißt, das müsste sogar noch in der Aufnahme. Da fährt er extra über Rot, damit er nicht bremsen muss, weil er genau weiß, dass er da nicht mehr wegkommt. Ey, das ist aber neu, ne? Kann sein. Dass du jetzt jedes Mal zahlen musst, wenn du über Rot fährst. Das ist du musst nicht das jedes Mal zahlen. Das gibt aber schon lange. Aber richtig, das ist nicht jedes Mal. Aber bei den letzten Sessions ist das nie passiert. Doch, ich habe ab und zu auch schon gezahlt. Du zahlst oder auch das Geld aus, dass du nicht zahlen musst. Ja, außerdem, in Köln musst du zahlen, die brauchen das Geld. Richtig. Ich war ja schon nicht mehr in Köln. Ja, das hier ist aber Kölner Umland, die brauchen das Geld. Warum sehe ich euch denn nicht? Weil du so weit vorne bist wahrscheinlich. Weil du über Rot gefahren bist. Aber ist nicht schlimm, wir holen dich gleich wieder ein. Es kann nur 2 Minuten dauern bei deinem LKW. Nick, Mario, Gerd. Peter, Tarek.
Der Nick, ja, also, glaube ich, ein bisschen leichter war er als ich. Also der fährt mir davon. Ich bin bei 113 jetzt. Ich bin bei 103. Ja, bergauf, Mario, ich gehe runter. Wie viel Grad hast du denn? Auf F5 sehe ich das, ne? F6. Hua! Die haben die ganzen Kürzel im Kopf. Also 40 macht dann Schlenker nach rechts. 19 Tonnen. Ach, ich hab 17. Ja, okay, dann hast du ein bisschen weniger, aber ich habe auch 125 PS mehr. Ja, auch mehr Fischstäbchen. Ich hab Fischstäbchen. Also ich habe 12 Tonnen LKW-Felgen. Cool, du hast Captain Iglo im LKW. Also LKW-Felgen? Also wenn ihr euch LKW... Gib mal her, dann brauch ich das Addon nicht. Du kannst auch Pro-Mods nehmen. Ja. Ich habe Altkunststoff. Geht aber nicht Multiplayer. 9 Tonnen. Ich fahr Stahlrohre. Warte, Altkunststoff, du fährst alte Renault-LKW. Ihr könntet mal ein bisschen langsamer vorne fahren, dass wir aufschließen können. Ja. Oder Iveco, man weiß es nicht. Also Nick und Andy. Fahren doch schon langsam. Das sehe ich. Hör mal, ich halte mich an das, was wir normalerweise immer sagen. 110, ne? Ich bin froh, wenn ich drüber komme. Wir sind auf der Landstraße. Hol ja schon Tempo raus, Schnuffel. Also ich bin weit über 110. Also du fährst Halbgas, heißt Tempo rausholen. Okay, gut. Ich hab jetzt mal 95 auf dem Tacho. Ich sehe nicht mal mehr den Nick vor mir, ey. Ja, ich sehe jetzt den Andi. Ich kleb den jetzt fast an der Stoßstange. Okay. So, Tab. Nö, ihr seid nicht mal im Tab. Ja, dann fahr schneller. Ich fahr 125. Ja, jetzt ist Nick im Tab. Und jetzt ist er wieder weg. Aber fahren wir doch jetzt nur noch 90. Ja, ne? Seid ihr, seid ihr sicher, dass ihr MAN, Volvo und so was fahrt? Ich glaube, der Tacho im MAN ist kaputt. Das wäre ja nichts Neues. Jetzt. Das stimmt wohl. Ihr seid jetzt gerade auf der Autobahn, ne? Nee, wir fahren gleich auf die Autobahn. Oder was auch gut ist, in unseren Line City Euro 5 waren, da kommt dieses Blinker-Klickgeräusch quasi total unregelmäßig. Das ist Standard bei MAN. Ja, das ist großartig. Keine Ahnung, was sie mit ihren Relais machen. Geradeaus oder rechts ab? Rechts, ich weiß nicht. Rechts. Ah, jetzt habe ich euch auf dem Tor. Oh, nein! Da liegt da, er liegt. Hinter der Leitplanke, ja? Ja, da hinten. Er liegt hinter der Leitplanke. Um Gottes Willen. Mario. Ich mach da mal einen Screenshot. Weißt du, ich da so, oh Gott, Kurve. Du siehst noch, wie der LKW weiter abhebt und da plötzlich flung. Überall über den Leitplank. Brauchen wir wieder einen Counter, Mario, ja. Komm, zweistellig ist drin. Ja, oder wir müssen die Geschwindigkeitsbegrenzung reinmachen. Oh, ich werde nach Frankfurt am Main gebracht. Boah, warte, kann ich ja weiterfahren. Ja, ihr könnt weiterfahren, ich werde nach Frankfurt gebracht. Nee, die Frage ist, warte mal, ich muss mal gerade auf die Karte gucken. MAN, komm, Berg hoch. Da ist der Berg. Soll ich die schieben? Wundert mich kein Stück. Wir können bis zur nächsten Abfahrt und dann dahinter mal anhalten, auf Mario warten. Weil der beste Bus, der den Berghof hochkommt, ist ein Berghoch Ambassador. Oh, hier kann ich aber... Nein, du meinst Berghoch Ambassador. Ja, ist da mal tanken? Nee, ich hab vorhin. Ich hab auch voll. Ich hatte keine Tanke unterwegs. Bei mir ist irgendwie der Tank auch voll, warum auch immer. Ich hab noch nur eine halbe Ladung, ich geh mal tanken, komm hinterher. Ja, da gehen ja auch nur wahrscheinlich 3 Liter rein. Er will nur, dass wir hinterherkommen, weil er weiß, selbst wenn wir mit 50 über die Autobahn fahren, kommt er nicht hinterher. Na, der, wie er da 50 ist. Ah, das wird aber kritisch, schwankt wahrscheinlich schon, wie die... Alter, wie fährt der denn? Was ist das, ein Idiot, ey. Oh, fällt der Scheiße. Einmal voll machen, danke. Ich mach hier gleich einen auf Money, ey. Ich glaube, ich muss dir auch mal das Bild schicken. Fahr doch weg, du Heckenpenner! Das ist super. Manni, dem Stadtbusfahrer aus Hannover. Will der mich verarschen? Tarek, du hättest jetzt theoretisch auch noch 10 Minuten warten können, um losfahren. Das hätte schon noch was. Ja, ich wollte einmal Halbgas fahren. Ach so, verstehe. Wo ist der Typ denn hin? Ich hab einfach den Mut zu was anderem. In der ersten Aufnahme Iveco. Ja, jetzt selber schuld. Ist der Wagen gewechselt? Selber schuld. Ja, ich hab 11 LKWs. Ja, und nichts Vernünftiges, so wie es aussieht. Doch, ich hab auch Volvo und Scania und so einen Dreck. Ja, und warum fährst du dann die qualitativ hochwertigen LKWs nicht? Ich wollte heute einfach mal was Französisches fahren.
Er nimmt sich wahrscheinlich das, das zu Herzen, was unser Bundespräsident Frank-Walter Steinwalter gesagt hat. Einfach mal mutig sein, ja. Frank-Walter Steinwalter? Steinmeier, Entschuldigung. Frank-Walter Steinbeißer, genau. Der war genau das. Der war das, den kenne ich. Der ist wie Chuck Norris. Ja, läuft. Komm mal jetzt. Hatte hier leichte Differenzen mit einem Volltrottel, der einfach da rumsteht und sich nicht bewegt. So, ich glaube, hier müssen wir mal irgendwo anhalten. Weil wir dürfen, denke ich, noch nicht weiter sein. Nee, ich fahre jetzt hier in Frankfurt gleich auf der Autobahn. Ach so, ja, okay. Damit hat sich die Frage eindeutig geklärt.